Wer würde eher vor einer Live-Show Lampenfieber bekommen? Eher? Also ich würde sagen, jeder von uns. Also immer unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie groß die Hallen sind. Also Jens hat mal gesagt, er mag es eigentlich lieber, wenn viele Leute da sind. Und je weniger da sind, desto unheimlicher ist es ihm. Und bei mir ist es so, ich glaube, je mehr Leute kommen, also Olympiastadion in Berlin, da würde ich wirklich Lampenfieber bekommen. Wer würde eher vor einer Live-Show Lampenfieber bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich bekommen wir alle wenig Lampenfieber, aber haben es dann doch. Ich würde jetzt mal sagen, Jens. Wer würde eher seinen Text vergessen? Wer würde eher seinen Text vergessen? Ich vergesse gerne meinen Text. Ich kann mir keinen Text merken. Ich bin ziemlich schlecht. Jens ist, glaube ich, derjenige, der sich am besten Text merken kann. Als alter Schauspieler. Wenn wir ihn auswendig lernen müssten, dann bin ich das. Jens vergisst keine Texte. Der steht noch auf Theaterbühnen. Wenn er es einmal drin hat, dann hat er es. Das kann ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, da wir nicht auswendig unsere Texte auf der Bühne von uns geben müssen, sind wir ja geschützt. Wir haben ja die Manuskripte. Man müsste eher fragen, wer würde am ehesten seinen Text runterschmeißen? Und das wäre auch... Wer würde eher ein guter Detektiv sein? Ich, weil ich war ja früher schon Detektiv. Ich hatte ja einen Detektivclub. Die deutschen Interpol-Rekruten. Ich glaube, ich wäre ein guter Detektiv geworden. Ich glaube, ich wollte das sogar mal werden, so mit 10. Auf jeden Fall, Andreas. Andreas beachtet viele Dinge und hinterfragt sie und deswegen schreibt er auch unsere Bühnenskripte. Ganz klar.